Hallo YouTube, ich bin Bini, aber ich bin nicht nur irgendein Bini, sondern ich bin ein beschissen müder Bini. Allerdings auch nicht einfach irgendein beschissen müder Bini, sondern ein beschissen müder Bini in einem Wald, in dem es momentan regnet. Ich will nämlich hier etwas aufnehmen. Und zwar hoffe ich doch sehr, einen passablen Regenwald hinzubekommen. Und das mit dem Regen und dem Wald klappt schon mal ganz gut. Das Ganze wird natürlich dann auch irgendwann mal eingesetzt. Wofür, das erfahrt ihr in einem Dreivierteljahr. Gar nicht mal so wichtig. Viel wichtiger ist, dass ich keine Ahnung habe, wo ich bin und es aufhört zu regnen. Wehe dir! Kriegst du auf die Schnauze. So, aber eigentlich wollte ich mich natürlich mal wieder melden und dass es tatsächlich auch bald wieder Sachen geben wird. Ja, das sagt er immer. Das weiß ich ja auch. Nur hatte ich einen relativ guten Grund. Und zwar musste ich Klausuren schreiben. Das heißt, ich muss eben mein Abitur gerade schreiben. Nicht so wie andere Leute. 4 läppische Klausuren, sondern, ach du meine Fresse, ich muss da gerade durch. Das hier ist ein Weg. Das hinter mir ist ein Weg. Ja, so sehen Wege in Wäldern aus. So, aber ich nicht nur für läppische 4, sondern ich muss 8 machen. Die habe ich quasi alle hinter mir gebracht, nachdem ich übrigens mitten im Abitur einfach mal rausgeschmissen wurde. Wogegen ich dann leicht verwundert Widerspruch eingelegt habe. Und dann kam so ein E-Mail zurück. Oh ja, Mensch, hups, das werde ich nicht sagen dürfen. Hier war ein Fehler. Naja, meine Güte, passiert mal. Ne, versuchen wir den normal zu machen. Hallo. Großartiger Baum. Wie geht es dir? Mir geht es halbwegs gut. Zwar muss ich nochmal Mathe schreiben, denn Mathe ist, glaube ich, neben dem Kapitalismus der Hauptfeind schlechthin. Aber das sollte ja wohl zu machen sein. Da ist er wieder gestochen, scharf. Unglaublich. Das bedeutet, Livestreame werden weiterlaufen. Der große Livestream, den ja immer die ganze Zeit alle haben wollen, der wahrscheinlich noch nicht. Aber auch das hat einen echt guten Grund. Der Trailer, an dem ich seit ungelogen, ich glaube 7,5 Monaten arbeite, der wird, glaube ich, ja, sollte ganz okay werden auf jeden Fall. Wenn ich das mal fertig gerendert habe in 480.000 Milliarden Jahre, denn holy shit, da ist ein bisschen was zusammengekommen, dann freue ich mich auf jeden Fall wie ein Ast. Was für eine wahnsinnig gute Referenz, weil wir alle kennen Äste. Sie sind auf jeden Fall dafür berühmt, sich zu freuen. Bis dahin geht natürlich einfach trotzdem ein anderer Livestream weiter, und zwar der Random Rumble. Der ist ja auch ganz gut angekommen, ne? Ich sag mal so, das erwartete Hass-Feedback habe ich nicht bekommen. Was ist da eigentlich los? Ich mache einen normalen DSA-Livestream und kriege Todesdrohungen und ich mache so einen und alle kommen an und sagen, es war ganz witzig, ne? War ganz witzig. Eigentlich hatte ich gehofft, erwartet beinahe, dass mir die aus den 80ern übrig gebliebenen echten DSA-Spieler mit ihren Regelwerken in Berlin auflauern und mir so lange damit auf den Kopf schlagen, bis ich sämtliche Proben und Abstandsproben und Erschwernisse und sonst was aus den 30ern noch intus habe. Aber ich glaube, ich bin weit genug gelaufen, sodass mir keiner hier in die Aufnahme rein dümpelt. Das Problem ist, ich werde mir dieses Video angucken müssen, denn ich habe keine scheiß Ahnung, wo ich bin. Ah, im Wald. Da läufst du an so einem komplett verregneten Tag durch so einen scheiß Wald und auf einmal kommt dir so eine Großfamilie entgegen. Das eine Kind guckt erst mich an und dann Mutti an mit so einem fragenden Blick. Mama, warum läuft da ein großer Typ durch die Gegend und schreit rum? Hallo. Mann, wie viele Leute an so einem beschissenen Donnerstagmorgen um, ich glaube, es ist irgendwie 8 Uhr oder so, in diesem Wald unterwegs sind. Hätte das gedacht? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo ich bin. Und es ist nass. Und da vorne ist allerdings eine Straße. Die, entsprechend werde ich jetzt einfach mal der Straße folgen. Und das Wetter hat keine Lust, weniger zu regnen. Stattdessen wird es mehr. So. Wieder zu Hause. Ich merke gerade, dass ich richtig, richtig müde bin. Völlig egal, ich werde mich jetzt auf jeden Fall da an den Computer setzen.
Ja, das da im Hintergrund ist tatsächlich das Video, was du gerade geschaut hast. Ich habe tatsächlich gerade gemerkt, dass ich eine Sache nicht erwähnt habe. Und zwar habe ich das Ganze auch getan, weil ihr euch den Scheiß jetzt runterladen könnt. Das Ganze, was ich aufgenommen habe, die ganzen Sounds und so. Das bedeutet, ihr könnt jetzt unten in die Videobeschreibung gucken. Da gibt es einen Link und dann könnt ihr das dort runterladen. Das Ganze steht bereit unter einer Creative Commons Lizenz. Bedeutet, ihr dürft das benutzen. Allerdings nur für Sachen, für die ihr kein Geld einnehmt. Also so für kostenlosen Krimskrams. Mir fehlt gerade das richtige Wort. Whatever. Auf jeden Fall ladet euch den Scheiß runter, benutzt den für eure Rollenspielrunden oder für eure Filmprojekte oder sonst was. Ihr völlig Latte. Benutzt sie aber bitte nicht für irgendwelchen rechtsradikalen Krimskrams. Denn das ist scheiße. So, ich wünsche euch natürlich wie immer einen wunderschönen Tag und eine Restnacht, Abend, morgen, zweites Mittag, was auch immer ihr gerade habt.